Bis. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sie, ich habe gerade noch mal eine Frage. Was bräuchten Sie denn so als Dringendes zum Anpflanzen, also was so an Produkten, Rohstoffen? Also Heu oder Gras? Mhm, ja, bin ich mit dem Jürgen schon ein bisschen dran. Da kriegen wir bald was hin für Sie. Ich gucke gerade mal über den ganzen Platz. So Einzelkornsaattechnik habe ich zur Verfügung. Also Soja und so, ne? Soja ist Sojasauer. drin, Sonnenblumen, Mais. Zuckerrüben brauchen Sie, glaube ich, nicht. Zwiebeln, Karotten. Sonnenblumen, Sojabohnen. Ja, Soja. Okay, dann würde ich Sojabohnen für Sie anpflanzen. Perfekt. Und dann gucken wir mal, dass wir da schnell zu Potte kommen. Aber ich weiß gar nicht, können wir das eigentlich schon anpflanzen? So, ja, warte, ich guck mal Wo auf kommt man da den hin? Kalender. Oh ne, geht noch gar Ein nicht. 10 Grad. Und ist auch noch Okay. nicht die Jahreszeit dazu. Ja, sehe ich auch gerade. Jetzt, ah, mein Kopf tut weh. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, aber das passt, wenn wir da noch nicht die Jahreszeit für haben. Ich muss nämlich noch ein paar Schafe kaufen. Ja, das. Und Ihr Kollege braucht ja auch noch ein bisschen zum Ansehen. Oder Ihr Mitarbeiter. Zum Tiefenlockern. Ja. Pflügen. Okay, gut, dann werde ich sobald möglich Soja anpflanzen für Sie. Das passt. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Du. Ich und mein Deutsch, ich und mein Oh, jetzt Deutsch. ist okay, aber eigentlich habe ich einen Case. Die Hallo? Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und Hallo? mein. Hallo, hier ist Ja? der Herr Lukas Müller. Ich bin hier gerade so am Weg mit Ihrem Wasserfass an so einer Ladestation oder, nee, nicht Ja, machen Sie Ladestation. voll, machen Sie voll. Das Problem ist nur, ich kann mich gerade nicht wegbewegen. Da ist irgendwas gerade komisch. Wo stehen Sie denn genau? Ich bin gerade bei Ihrem Traktor, aber es passiert nichts. Also, Ah, da oben. Warte, ich komme gerade mal rüber. Bis gleich. ja. Du. So, dann gucken wir mal, was hier das Problem ist. Ich konnte mich hier gerade nicht wegbewegen. Haben Sie probiert, hier aufzutanken? Ich war neben Ihrem Traktor und es ging gerade nichts mehr, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Okay. Bei mir ging es jetzt. Hat sogar nicht mal was gekostet. Okay, was kriegen Sie denn für die zwei Fahrten? Müssen wir noch einen kurzen Augenblick warten, ne? Ja, melden Sie sich einfach. Ja, Ich fahre okay. mal den Traktor gerade nach Hause. Müssen halt dann runterlaufen. Okay, ciao. Tschüss. Dann muss ich gleich nochmal zum Hans-Peter. Da musste mir noch irgendwie ein Fahrzeug zum Schweinetransport anbieten. So, das Problem hier, ups, also, ist natürlich, dass wir hier jetzt erstmal die Bäume nicht fällen werden. Wegen bekanntem Problem. Und ich werde dann deshalb erstmal gucken. So, nächste Connection. Ich hoffe mal, dass das jetzt passt. Ich werde erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen Gras mache. Für die Kühe. Für die Schafe natürlich. Vielleicht ein bisschen um mein Gelände hier rum. Bisschen Gras schneiden.
Hallo? Hallo, hier ist jetzt wieder der Herr Lukas Müller. So kann ich hier kein Gras schneiden. Ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich jetzt das akute Problem, meine akuten Dringlichkeiten jetzt weg sind und ja. Das ist mir relativ. Sie wollten doch wissen, wann Sie mir das Geld überweisen können. Ja, das ist wichtiger. Das andere interessiert mich eigentlich weniger. Überweisen Sie, was Sie denken, was Sie für gut halten. Ja, dann kriegen Sie wieder nichts. Aber das ist auch blöd. Ja, also Ja. sagen Sie mir, was Sie dafür kriegen. Hä, wieso kann ich... Das Gras ist noch nicht ausgewachsen. Ist völlig egal. Nochmal. Oder nicht? Ist es nicht egal? Vielleicht jetzt im Frühling nicht. Okay. Ah, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Schade. Okay. Ja, also, was kriegen Sie jetzt dafür? Sagen Sie was an. Machen wir mal 200. Wie viel? 200. Zwei und noch zwei neun. Also so meine Dinge auch gerne mehr, aber Kommen Sie mal her. Ich gebe Ihnen hier was. Wissen Sie, Sie sollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. das stimmt auch. Ja, und wenn Sie ja immer so bescheiden sind, dann kommen Sie nie voran. Oh, das ist aber Was lieb. denken Sie, wie ich das zu dem Reichtum geschafft habe, dass ich hier jetzt zwei solche Felder besitze? Das frage ich mich auch. Ja, sehen Sie, aber nicht da, nicht damit, dass ich hier gegeizt habe. Ich muss mir jetzt erstmal den Hof leisten können. Und dann, ja. Vor allem bräuchten Sie mal halt selber einen fahrbaren Untersitz. Sie müssen viel zu viel laufen, an Ihnen ist gar nichts mehr dran. Ja. Okay. Weiß nicht. Ich bin halt immer so am Hin und Achtung, Her kommen Sie mal auf überlegen. die Seite. Bin halt immer über Hin und Her überlegen. Kredit, ja, nein. Nee, Kredit hat er natürlich Verpflichtung, wenn Sie noch. Ja, das ist halt der Nachteil. Wenn Sie noch nichts haben, ich weiß auch nicht, weshalb der da so lange braucht für das Feld. So groß ist das doch gar nicht. Naja, ja, müssen Sie halt mal überlegen. Naja. Okay, gut, aber dann vielen Dank erstmal für die Hilfe. Gern doch. Tschüss. Tschüss. Das kann natürlich sein, dass hier das Gras nicht gewachsen ist durch dieses neue Ding da hier. Called Seasons. Nicht, dann bringt es mir aber auch noch nichts, wenn ich die Schafe kaufe eigentlich. Weil bis dahin sind die verhungert. Dann muss ich mal ganz stark überlegen, was wir jetzt tun. Weil dann kommen wir ja hier gar nicht erstmal zu Potte mit dem Gras. Ich hab ein Bett. Also der auch so ein scheiß Klingelton, ey. Ich hab Hallo? ein Bett. Moin! Moin, was soll denn das mit dem Fendt hier? Ich hab kein Fendt, ich Jo. hab ein Case.
sollte dich anrufen. Ach ja. Du, wir haben ein Problem. Welches? Das Gras ist nicht erntereif. Ja und? Naja. Weiß nicht, was sollen wir denn dann jetzt machen? Mit dem Gras. Ja, erstmal durch. Okay, ah ja, genau. Hast du da mit dem LU schon gesprochen? Nee, könnte ich jetzt aber machen. Aber nee, dann mache ich das. Okay. Quatsch ich mit denen. Weil dann würde ich gleich selber hochfahren, Düngestreuer holen, dann dünge ich selber. Dann müssen wir vielleicht nur ein bisschen Miete zahlen. Ja, oder so. Außer, warte mal. Platz hier. Ich muss mal gerade in die App nochmal reingucken. Was kosten so? Nein. Was passiert? Kann nicht wahr sein. Nix, alles gut. So ein Kuhn-Düngestreuer kostet halt 20.000. Weißt du, sonst hätte ich gesagt, wir kaufen gleich selber einen Düngestreuer. Ach so, du musst aber Bio machen, gell? Ja. Denk dran, die können gar nicht düngen. Doch, der Landhandel hat Biodünger. Sicher? Nicht, ja, dass das mal, ist Biodünger. Nicht, dass sie hier ein Fettnäpfchen tapst. Okay, dann telefoniere ich mit dem Neumann und guck, dass ich da was krieg. Okay, wollte ich jetzt noch fragen. Kannst du dem Neumann mal fragen, ob der mir 59.000 Liter Mischfutter runterbringen kann? Dann? Ja, kann ich machen. 59.000. 59. Ja, wo mach ich? Okay. Danke dir. Gut, dann bis später erstmal. Jo, ciao. Tschüss. Ups, also. Fahr ich mal zum LU. Hoffentlich ist der zu Hause. Also ich hatte ja schon erwähnt am Montag, dass wir unsere eigene Karte planen. Da wird es sehr viele Produktionen geben. Und vor allem auch, warum hat er denn jetzt... Warten jetzt den Schwader hin. Jürgen? Jo. Wo ist mein Schwader? Der steht oben, der ging hier hinten nicht dran. Ach, du Hampelmann, fahr nochmal hoch. Häng das. Du musst es tauschen. Hab ich schon. Das geht. Glaub mir. Du musst. Häng das Mehrwerk gerade mal um. Und dann geht er an die. Da, wo du jetzt den angekuppelt hast, da geht dann das Schneidwerk dran. Das Mehrwerk dran. Nee, den Schwader dran. Das geht. Hat das gerade eben schon getauscht. Mach nochmal 100%. Komm, ich fahr mit hoch zum Händler, das geht. Okay. Hast du einen CB-Funk an? Jo. Bin halt ein bisschen langsamer wie du, gell? Ja, passt. Die Kiste fährt nur 43. Cheater. Checkt ja nicht mal, wie man hier so ein Mehrwerk benutzt. Ja, hier das da, geht normal. Da dran, das ging zumindest immer früher. Mal gucken.
geht nochmal. Na, langsam, langsam. Und gut, probier mal. Geh du mal. Gib mal den Schlüssel her. Warte mal kurz. Hat der eine andere Aufnahme wie der Lilly? Hä, das ging immer. Ja. Das ist eine andere. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich den hier hatte. Ja, ja, den konntest du hier eigentlich auch immer dranhängen, aber deswegen habe ich mich eben auch gewundert. Tschüss. Alter Falter. Bin ja nicht von vorgestern. Also was gelernt? Oh, merci. Merci. Ja. Tschö. Ciao.